Willkommen, Freunde, zum weiteren Part Salad Ouch Twilight Princess. Schildlos Challenge, kann man quasi sagen. Da wir jetzt sowieso Wolf sind, ist es ja eh ohne Schild. Ja, wir sind auf dem Weg, das Strahlentau im Schloss einzusacken. Und ich stelle fest, ich gehe total den bescheuerten Umweg. Also, andere Richtung. Was ist eigentlich da hinten? Ah, ne, da hinten. Moment, kann ich da hinten eigentlich schon lang? Ja, könnte ich sogar. Oder? Na egal, ich gehe jetzt einfach direkt den Weg. Ich muss mich ja darum kümmern, dass wir das Strahlentau jetzt endlich kriegen. Um die Schattenwelt aus Hyrule zu verbannen. Obwohl mich das wirklich an Link to the Past erinnert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit so Schattenwelten und so. Nur, dass hier noch alles lebt. Im Gegensatz zu... Moment mal. Das kam mir gleich spanisch vor, weil die Kamera so hochgegangen ist. 2, 3 Stück. So. Wieder so ein Ding. Wieder so ein U. Moment mal, kann ich euch alle jetzt mal zusammentreiben? Oh ja. Macht's mir gleich ganz leicht. Wusste doch, dass hier ein Porter fehlt. Ja, bei Link to the Past. Das sage ich nur. Ja, ist es lebend? Ja, Hühner. In dem Falle. In der Schattenwelt hat man ja auch nur so skelettartige Hühnchen gehabt. Okay, ja, wir gehen direkt zum Punkt. Ohne Umwege. Das ist doch... Das ist strange hier mit den ganzen Leuten, die nur Flammen sind. Keine fröhliche Stadt mehr. Moment. Ja, okay, ich dachte schon... Moment mal. Ich kann nicht durch die Flammen laufen, das ist auch lustig. Ne, kann ich wirklich nicht. Gut. Auf geht's zu dir, du letztes Tau deiner Art. Was gibt's mit mir? Seltsam. Da fehlen noch restliche Strahlentau. Was? Da ist er? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Hm. Aber der sieht komisch aus. Okay, dann porten wir uns einfach mal. Hier runter zum Hylia-See. Und Abmarsch. Und. Pfz, mit einer sitzt drauf. Oh. Oh. Insekt. Irgendwie sagt mir, ganz ehrlich, sagt mir dieses Insektlein da hinten nicht zu. Ob das jetzt daran liegt, dass ein kleines Gewitter aufgekommen ist. Und dass diese kleinen Blitze da ziemlich groß waren bei dem. Da hat jetzt mal gar keinen Einfluss. Ich würde mal sagen, es ist ein ganz normales Insekt, wie sonst alle anderen auch. Ist nicht in ein Kernkraftwerk oder so gefallen. Ein Nuklearkraftwerk in dem Fall. Nein, nein. Bist du. Oje. Ich sehe nichts. Lecker, würde ich mal behaupten. Komm her! Ganz ehrlich. So genau würde ich mich nicht auf das Vieh stürzen wollen.
Du bist widerlich. Ah, verdammt. Komm her. Autsch. Ja, trotzdem. Abgeprallt, verdammt. Ja, komm. Komm her, komm her. Gib's mir richtig dreckig. So. Erwischt. Nam, 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 nam. Boah. Eine Mischung aus Ekel und... Ich muss das Vieh einfach töten. Boah. Es hat doch schon Töte mich auf der Stirn stehen. Autsch. Erlöse mich, töte mich. Ja. Autsch. Ja, trotzdem. Ja. Stirb endlich, du Mistvieh. Ah. Was? Ah. Ah, Moment. So war's. Zack. Ha. Na? Du bist widerlich. Ein Strahlentau nur? Achso, du hast die Reste schnell aufgefüllt. Das war eine widerliche Erfahrung. Ganz ehrlich. Jep. Das werde ich noch erledigen. Sieht sich. Hallo Krokodil, Wasserschlange. Durch die Hilfe konnten wir Lichtgeister Hyrule wieder zum Leben erwecken. Ja. Nun Auserwählter. Die dunkle nach dem suchst du, ha? Am Grunde des Hylia-Sees. Mhm.
Die Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seereich, Krone des Hyrule-Sees. Das war Psycho eben. Total die Psycho-Welle. Ehrlich. So, bevor wir jetzt rausgehen, werde ich jetzt hier nochmal kurz mal baden gehen. Aufmachen. Ein blauer Rubin. Ja, wirklich richtig. Schon mal hoch, Link, erstmal. So eine Ausdauer hast du jetzt auch nicht. Ja, wirklich, wie kommt man auf sowas? So, jetzt aber. Was hast du für mich? Ein gelber Rubin. Gut. Ich würde sagen, ab nach oben und ja, gucken, was auf dem Grunde des Hyrule-Sees auf uns wartet. Hoch mit dir. So, braver Link. Trotzdem ist es Psycho. Ich stempel es immer noch so ab. Okay. Da ist auch der Dungeon gleich in der Karte markiert so rum. Als lila Punkt, nur die Sache ist die. Ihr kommt definitiv nicht darunter. Das kann ich euch schon mal sagen. Wenn ihr das nachgeguckt habt mit der Ausdauer, die reicht auf keinen Fall. Können wir uns eigentlich warpen schon? Nein. Nicht außerhalb der Schattenwelt. Gut, müssen wir einen anderweitigen Weg zurückfinden. Wir müssen nämlich, glaube ich, jetzt erstmal zum Schloss Hyrule. Mist, da war nochmal so ein Five-Ding. Ach, egal. Also erstmal, denke ich mal, zu Hyrule und... Oh, hallo Zora. Dann lassen wir uns von dir eben... Was? Ja... Ich würde gerne mal deine Attraktion ausprobieren. Ja, will ich. So. Und rein. Bums. Ganz ehrlich, mir wäre da nicht so mulmig zumute. Also. Ihr versteht gleich warum. Ja, genau deswegen. Also da würde ich nicht mich freuen, einfach hier mal einen Segler hochzumachen. Das ist schon ein bisschen strange. Was gibt's denn? Jetzt fällt mir wieder ein. Mhm. Ja, das hatte ich eh vor. In das Gasthaus mal zu gehen. Hallo Hühnchen. Auf zum Gasthaus, würde ich sagen. Und ganz ehrlich, ich finde... Ich weiß nicht, ob ihr die Meinung auch vertretet, aber ich finde... Link ohne Schild, es sieht irgendwie in dem Falle stylischer aus. Okay, er fehlt jetzt ein Langschwert dazu, aber... Keine Ahnung, mir gefällt es ohne Schild etwas besser. Zumindest aussehenmäßig her. Verdammt, hier ist keine... Ah, da ist... Ja, ist das etwas Gras zum Flöten. So. Holen wir mal unser Epona allein.
Hallo Epona. Würde ich sagen, wir bewegen uns jetzt mal in Richtung Hyrule. Diesmal gehe ich. Oh. Diesmal kann ich rechts rumgehen. Gucken wir doch uns rechts rum mal an. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. 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 Und Alter. Komm her. Komm her, Geld. Nun, auf geht's. Auf nach Hyrule. Wow. Das sind schicke Felsformationen. Ja, für die verstehe ich keine Bombenpfeile. Oh. Was ist man denn da? Feuer! Oh, noch mehr. Noch bessere Rubine. Moment, die kriege ich doch mit Epona auch. Ja. Auf jeden Fall. So. Jetzt aber auf zu Hyrule, Schloss Hyrule. So. Habe aber jetzt natürlich einen großen Umweg genommen. Ja, ich wollte zumindest wissen, was da ist. Gut, gut. Ja, den rennen wir noch um. Da, 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 um Boots. Okay, Freunde. Da oben erwartet uns eine Ukulele-Kunst. So, parken. Hey. Ich rede gerade mit den Zuschauern. Halt deine Klappe da drüben. So. Ich wollte sagen, im nächsten Part holen wir uns die Ukulele-Kunst und gehen in das Städtchen Hyrule, oder ein Städtchen von Hyrule. Und bis dahin, see ya.